Persona 5. Nice. Da hätte ich richtig Bock drauf, das jetzt zu spielen. Aber was? Über 100 Stunden Spielzeit? Ja, wann soll ich das denn spielen? Wow. Keine Zeit zum Zocken? Was hast du denn da? Persona 5? Alter, viel zu lang. Da sitzt du doch bis Weihnachten dran. Ich bringe euch heute 15 Spiele, die du locker an einem Abend durchzocken kannst und die dabei noch richtig, richtig gut sind. What is up, YouTube? Und seid herzlich willkommen zu kurze Spiele für die Nintendo Switch oder die PlayStation 4, die kurz sind, aber richtig, richtig gut. Ja, ich meine, machen wir uns nichts vor. Wir werden alle älter und haben Verpflichtungen wie die Familie, wie Arbeit in der heutigen Zeit, das Homeschooling, wenn ihr Kinder habt und. Und ja, da ist nicht immer Zeit für 50, 60 Stunden in irgendeinem Rollenspiel abzuhängen. Da muss es auch mal kurz und knackig sein. Und genau das schauen wir uns heute an. Ich habe 15 Spiele mitgebracht. Ich werde die nicht spoilern. Ne? Ich werde die vorstellen, aber natürlich nicht erzählen, wie es dann ausgeht oder, sondern euch einfach ein paar Eindrücke aus diesen richtig, richtig coolen, kurzen Spielen geben. Den Anfang mache ich mit Kamiko. Kamiko, echt untypisch für mich, ist ein Spiel, was erstmal nur digital erschienen ist. Japan macht da die Ausnahme. Die haben so eine Strictly Limited Bude da, die heißt Side B Games. Und Side B Games hat das Ding in Japan in limitierter Auflage mal released. Das ist aber auch schon ein bisschen her und da heute dran zu kommen, super schwierig. Soll uns nicht stören, das Ganze gibt's für einen Fünfer, sowohl im Nintendo eStore als auch im PSN. In Kamiko spielst du, der Name hat's verraten, da spielst du Kamiko. Kamiko ist eine Prinzessin, die von den Göttern auserwählt wurde. Am Anfang kannst du dir aussuchen, spiele ich die als Kriegerin, als Bogenschützin oder als so Defense-Kriegerin, so Paladin-like. Und das ist so ein bisschen im Zelda-Style mit einem Blick oben drauf und du musst die Dämonen aus der Welt vertreiben. Dazu musst du diverse Portale schließen. Super kurzweilig, macht extrem Laune und ja, du hast es nach einer Stunde durch. Ne? Eine Stunde Spielzeit, das ist echt nicht viel, aber hey, es kostet auch nur ein Fünfer und dafür hat mir super Spaß gemacht. Tolle Pixelgrafik, cooler Soundtrack und eine absolute Empfehlung, wenn es mal schnell gehen muss. Weitermachen, ne? Da möchte ich mit Sayonara Wild Hearts. So ein großartiges Spiel. Ich habe es hier in der PlayStation 4 Version. Das ist auch für die Nintendo Switch erschienen. Kriegst du physisch so für um die 25 Euro. Und wenn du es dir digital kaufst, bist du mit 12 Euro gut dabei. Und für das Geld kriegst du so rund anderthalb Stunden richtig tolle Spielzeiten, richtig geile Erfahrungen. Du spielst The Fool, das ist ein Madel. Das ist herzgebrochen worden. Not long ago, in a town much like yours, there was a young woman who was very happy. Until one day her heart broke so violently that her sorrow echoed through space and time. Und du spielst durch unterschiedlichste Szenerien auf dem Motorrad, du hast Schwertkämpfe und. Richtig fantastischer Soundtrack, das steht auch extra drauf, ne? Ein Videospiel wie ein Popalbum und das ist es ehrlich. Eine absolute Empfehlung, wenn man sich einfach mal anderthalb Stunden verlieren will und ein ganz, ganz tolles Spiel spielen will. Top Empfehlung, Sayonara Wild Hearts. Weiter geht's mit einem richtig tollen Doppelpack. Guckt mal hier, Inside und Limbo. Und das Limbo, ne, das ist das erste Spiel von Playdead Games, das ist damals auf der 360 schon rausgekommen. Ist also schon ein paar Tage alt, aber kein Stück schlecht gealtert. Ein richtig, richtig tolles Game. Genauso wie Inside, was im Grunde ja nicht der Nachfolger, aber das zweite Spiel von den Playdead Studios ist. Sowohl Limbo als auch Inside sind zwei relativ kurze Spiele. Limbo, ja, ich sag mal so 3,5 Stunden bist du dabei, je nachdem wie du dich anstellst. Und Inside ist ein bisschen länger, dann musst du schon 5 Stunden investieren. Physisch scheint das Spiel immer, immer teurer zu werden. Du kriegst die deutsche USK-Version ab so 70 Euro mittlerweile bei eBay. Digital ist es ein bisschen günstiger, aber dennoch kein 5-Euro-Titel. Das macht aber nichts. Die beiden lohnen sich absolut. Bei Limbo fängst du an, du bist ein kleiner Junge, der mitten in diesem
atmosphärisch grau, dunkelgrau, hellgrau, wie auch immer, Wald aufwacht und du machst dich auf den Weg und ja, du wirst sterben, du wirst ziemlich oft sterben. Die Entwickler haben nicht umsonst mal auf Twitter gesagt, es ist ein Trial-and-Death-Spiel und so ist es auch. Da sind ein paar richtig, richtig fiese Fallen in den Plattformer und wer jetzt denkt, der Plattformer so wie Mario, nee, das ist viel ruhiger, es ist ganz viel Atmosphäre. Aber wie gesagt, auch teilweise richtig krass und grausam, wenn du in so eine Bärenfalle trittst oder so. Absolut verrückt und ja, absolut zu empfehlen. Du hast kein bisschen Ladezeit in dem Spiel. Du begibst dich einfach auf eine Reise, die absolut cool ist und mir richtig, richtig viel Spaß gemacht hat. Inside ist das zweite Spiel von Playdead Games. Und wenn ich das in drei Wörtern beschreiben müsste, dann würde ich sagen, das ist wunderschön, das ist verstörend und total abgefahren. In Inside spielst du wieder einen kleinen Jungen, der aufwacht und sich dann ja in so ein Militärgebäude begibt. Ich will da gar nicht viel drüber sagen. Danach kommt noch so ein Industriegebiet. Wie gesagt, die Story, die kann ich nicht spoilern. Die ist richtig cool, wenn man es durchgespielt hat. Und du stellst dir da sehr viele Fragen, warum das wie und überhaupt war. Tolles Spiel. Man stirbt wieder echt viel. Aber es ist total cool, ne? Wenn du an einer Stelle dann irgendwie das dritte oder vierte Mal gestorben bist und es dann beim fünften Mal endlich schaffst. Ja, geiles Feeling. Richtig, richtig cooles Spiel. Inside. Limbo ist auch toll. Ich mag Inside noch ein bisschen lieber. Ja, von Play Dead Games. Mega. Und wo es bis jetzt ruhig und atmosphärisch war, lasst uns mal eine Runde ballern. Titanfall 2. Die Kampagne dauert um die 6 Stunden, je nachdem, wie du dich anstellst. Also da musst du schon ein bisschen länger wach bleiben, aber das lohnt sich. Ne? Du spielst Jack Cooper und Jack Cooper ist eigentlich ein ganz normaler, ja, so ein Schütze in der Armee. Aber ihr landet dann auf dem Planeten und da ist dann ein Gefecht. Und dummerweise wird dein Kommandant, wie auch immer, ja, der kommt ums Leben und du kannst dann seinen Titanen mit übernehmen. Das heißt, du spielst einmal ganz normal im First-Person-Shooter-Modus und der ist so richtig geil. Der ist schnell, du hast Double-Jumps, du hast Wall-Runs und. Richtig geil. Und zwischendurch kannst du halt den Titan dann übernehmen für einige Stellen im Level. Der ist ein bisschen schwerfälliger, aber macht super Laune, den dicken, fetten Titan zu spielen. Der hat dann so Fähigkeiten, der kann so ein Schild machen und damit saugt er alle Projektile auf, die auf dich geballert werden. Und dann kannst du so mit einmal loslassen. Einfach nur großartig. Muss man gespielt haben. Und dazu diese Story, die ist total geil. Am geilsten ist, ich glaube, es ist die 6. Mission. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Das ist so eine Time-Travel-Mechanik, wo du im Grunde einfach erklärt, du kommst an eine Brücke, die ist in der Mitte kaputt und dann kannst du in der Zeit zurück, wo die Brücke noch heil ist, kannst da drüber gehen und das war nur ein einfaches Beispiel. Es ist ein richtig geiles Level. Die Kampagne an sich ist mega gut und ja, das Spiel an sich, das spielt sich so schön, das ist so schnell, so intuitiv, so richtig geil. Ne? Also da kann man richtig Laune haben. Der Multiplayer, ja, den hat das Spiel auch, den habe ich aber nie gespielt. Online-Shooter und Lario, ne, nicht mehr ganz so meine Welt, aber umso mehr die Kampagne von Titanfall Teil 2. Und jetzt wird's wieder ein bisschen ruhiger. Es geht weiter mit What Remains of Edith Finch. Was für ein Brett, was für ein großartiges Spiel. Physisch fast schon nicht mehr zu bezahlen. Das Ding ist richtig teuer mittlerweile. Ihr kriegt es digital für so rund 20 Euro. Ist jetzt auch kein Schnäppchen, aber dafür ein richtig, richtig atmosphärisch tolles Spiel. Das Ganze, ja, das habt ihr in rund 2 Stunden an einem Abend also locker durchgespielt und ja, ihr erlebt im Grunde die Familiengeschichte der Finches, ne? Und du bist Edith, die letzte Überlebende der Familie und viel mehr sage ich jetzt auch nicht. Das muss man selber erlebt haben. Ihr geht durch das Haus und ja, entdeckt im Grunde die Geschichte, wie es dazu kam, dass du halt die letzte Überlebende der Finches bist und crazy, ja? Richtig geil, eine absolute Empfehlung. Und wenn ich von Edith Finch rede, dann muss ich automatisch immer an noch ein anderes Spiel denken. Das gibt's tatsächlich nur für die PS4 und auch nur digital. Und ja, die Rede ist von Everybody's Gone to the Rapture.
Alter Verwalter, noch so ein großartiges Spiel, kostet dich im E-Store bei Sony immer noch um die 25 Euro, obwohl schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Keine Ahnung, ob das jemals billiger wird, muss es aber auch nicht, weil es sind rund 4 bis 5 Stunden, die mir super im Gedächtnis geblieben sind. Du, ohne jetzt viel zu spoilern, du fängst an, du gehst in First-Person-Manier durch so eine Stadt in England, so eine typische englische Vorstadt, und da ist niemand mehr da. Alle sind weg, du gehst da alleine durch diese verlassene Stadt, du findest hin und wieder ein Radio, wo du so Aufnahmen hörst oder vielleicht auch Live-Beiträge, das kann ich jetzt nicht verraten, wo gesagt wird, oh, hier ist irgendwas passiert und es ist eine Pandemie ausgebrochen, ja, also top aktuell. Und an vielen Stellen findest du dann so goldene Lichter, wo du Einblendungen kriegst, was in der Vergangenheit passiert ist und wie es dazu kommen kann, dass im Grunde diese ganze Stadt ausgestorben ist. Abgefahren ohne Ende, und es ist aktueller denn je mit der Pandemie. Und du findest dann da so eine Arztpraxis, und da gehst du rein und da gibt es dann auch wieder so ein Flashback, wo der Arzt, ich glaube, mit der Krankenschwester spricht und wie es alles anfing mit der Pandemie, wie die Leute versorgt haben. Ja, und am Ende gehst du wirklich atmosphärisch durch diese Stadt, und es ist so ein ganz beklemmendes Gefühl. Ne? Da ist keiner mehr. Du gehst über einen Spielplatz, im Wind bewegt sich die Schaukel so ein bisschen, und absolut geil. Und wenn man dann die Story durchspielt, richtig, richtig zu empfehlen. Hat mir richtig gut gefallen. You don't understand what's happening out here. No, you don't understand. We can solve this. We can find a way. Und wer sich jetzt fragt, wo die alle sind, und ich wollte ja nicht spoilern, aber der Titel sagt's, ne? Everybody's gone to the rapture. Weißt du Bescheid. Es geht weiter mit dem Spiel, was mich am Anfang in den Wahnsinn getrieben hat. Wir reden von Brothers, A Tale of Two Sons. Das Spiel hat eine Spielzeit von rund 3 Stunden. Du kriegst es physisch nur für die PS4, nicht für die Switch. Ist kein teurer Titel, ne? 20 Euro um die Ecke würde ich mal schätzen. Digital kriegst es für beide Konsolen im PSN und im Nintendo eStore. Das Spiel, ich würde es mal Adventure-Puzzler nennen. Und es ist total verrückt. Das spielst du mit deinem Controller, und mit dem einen Thumbstick kontrollierst du Bruder 1 und hier mit Bruder 2. Und ich sag's euch, da muss ich das Köpfchen erstmal dran gewöhnen. Ja, wie oft bin ich da falsch hin, her, rauf, runter, voll gut. Das Ganze untermalt von einer richtig, richtig tollen Story. Emotional ohne Ende, gerade am Ende. Und Artstyle ist einfach nur wunderschön, gerade diese Level, wenn du da mit der Fackel unterwegs bist, das sieht einfach nur richtig geil aus und ist eine absolute Empfehlung. Und wie gesagt, auch an einem Abend mal auf die Schnelle durchzuspielen, ist mir danach aber durchaus noch ein paar Tage im Kopf geblieben, weil es einfach nur eine richtig, richtig geile Story ist. Das nächste Spiel, ja, das gibt's physisch, ich hab's aber nicht, ist von Limited Run gepublished worden. Die Rede ist von Oxenfree, und es ist so teuer physisch, dass ich's digital hab. Da ist es nämlich günstig, da kostet es rund 10 Euro. Spielbar auf der Switch und natürlich auf der PS4 ist das ein total cooles, so im Wasserfarben-Optik gehaltenes Adventure. Und es ist so eine Coming-of-Age-Story, ne? von Teenagern, die langsam erwachsen werden. Du hast wahnsinnig viele Dialogoptionen zwischen den Charakteren, die natürlich auch die Story beeinflussen. Und ja, das ist so wie richtige Teenager, ne? Die sagen Dinge, die die anderen Leute verletzen, und hin und her. Ich sag nur, wenn ihr es spielt, ganz am Anfang am Strand, nehmt euch ein Bier aus der Kiste, fangt an, dieses Spiel zu spielen, und dann gebt der Rothaarigen bitte eine Backpfeife. Die hat's echt verdient. Die blöde Kuh. Der Clou in dem Spiel ist aber ein Radio. Und zwar, wieder spoilerfrei versprochen, ihr begebt euch auf eine Insel mit ein paar Freunden. Ne? Ihr seid die Hauptprotagonistin, die Alex. Und ihr habt, wie gesagt, dieses Radio dabei. Mit dem Radio könnt ihr zwischendurch immer so Frequenzen einschalten. Und an manchen Stellen, ne, da findet ihr mit diesem Radio ganz abgefahrene Sachen. Auf einmal geht es um Zeitsprünge, um Dinge, die ihr gerade noch im Dialog jemandem gesagt habt, wo ihr diese eine Option ausgewählt habt. Und auf einmal seht ihr das aus einer komplett anderen Perspektive. Mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen. Das muss man gespielt haben. Großartiges Spiel, Oxenfree, zusätzlich mit einem richtig, richtig geilen Soundtrack. Martha, stop! We are until dawn, and so are you. Are you doing this? I think.
Jungs von Supergiant Games, ne, die haben, nachdem sie Bastion gemacht haben und bevor sie Hades gemacht haben, haben die Transistor gemacht. Und ich habe es hier physisch, das ist eine Limited-Run-Geschichte, kostet entsprechend mittlerweile auch ein bisschen. Ich denke mal so um die 50 Euro bist du dabei. Kriegst du aber auch digital, sowohl für die Switch als auch für die PS4. Transistor, ja, das ist ein Cyberpunk-Game. Ne? Spielt im Cyberpunk-Universum, aber es ist nicht ein typisches Cyberpunk. Ich habe ein Implantat und baller hier rum oder whatever. Das ist ein Cyberpunk-Spiel mit einer Seele, würde ich fast sagen. Du spielst die Protagonistin Red. Und Red ist eigentlich Sängerin, aber ihr wurde die Stimme geklaut. Und nicht nur das, viel schlimmer, der Freund von Red, der wurde umgebracht, jawohl, vom bösen Prozess, jawohl. Und ist nicht schlimm, sage ich mal, ja, der ist zwar tot, der Freund, aber er lebt in Form von deinem Schwert weiter, der Transistor. Hey Red, we're not gonna get away with this, are we? Und es ist jetzt eure Aufgabe in dem Spiel, den Prozess, der die Menschheit ja gleich machen will. Keine Emotionen mehr, alles Einheitsbrei, keine Stimmen mehr von Sängerinnen und solche Geschichten. Dem müsst ihr den Garaus machen. Und was anfängt wie ein ganz normales, ja, so Diablo-Style von oben, Hack and Slash mit unterschiedlichen Fertigkeiten in deinem Transistor-Boyfriend-Schwert, das hat einen mega Clou. Und zwar kannst du, wenn du hier oben die Schultertaste drückst, ne, dann hältst du die Zeit an und schon kannst du die nächsten Moves, die du machst, ja, echtzeitstrategiemäßig ausführen. Ne? Du kannst sagen, ich gehe nach hier, schlage dann da drauf, dann gehe ich nach da, mache Fähigkeit X und wenn du dann nochmal drauf drückst, dann wird das alles ausgeführt. Total klasse Spielmechanik, macht richtig, richtig Laune und das Ganze gepaart mit einem Voice-Acting, ja, das sucht seinesgleichen. Richtig, richtig tolle Atmosphäre, eine geile Story dazu und ja, das Level-System von dem Schwert ist auch total klasse. Du findest dann neue Fähigkeiten, das sind andere getötete Mitstreiter sozusagen und die einzelnen Fähigkeiten kannst du dann leveln, kannst sie verändern. Richtig, richtig, ja, komplex sogar. So komplex, dass du ja mit einer Spielzeit doch von rund 6 Stunden rechnen musst. Da musst du also ein bisschen früher mit anfangen, dass du nicht bis in die Morgenstunden vom Transistor hängst. Weiter geht's ja mit noch einem Puzzle-Plattformer. Und bei dem Spiel, da muss ich immer an das Journey von der PS3 denken. Richtig, es ist die Rede von Grease. Ja? Nicht von Grease und nicht von Grießbrei, nein, von Grease. Grease kriegst du im sowohl Nintendo Store als auch im PSN für ja, 17, 18 Euro die Ecke. Wenn du es physisch willst, ne, jawohl, da hat Limited Run was für dich für die PS4 oder Special Reserve Games was für die Switch. Aber das ist so teuer, unter 100 Euro wirst du das Spiel nicht bekommen. Das ganze Spiel ist in einem wunderschönen Aquarell-Look gehalten und du hast Level, die sich dann den Primärfarben orientieren. Du hast ein Level Blue und alles ist so ein bisschen bläulich. Und in den Leveln hast du Rätsel, ja, die sind gar nicht verkehrt. Die machen Laune, sind jetzt nicht super schwer, sondern lassen dich wirklich im Flow des Spiels drinbleiben. Wieder mal ein toller, toller Soundtrack und einfach wieder ein Spiel, ähnlich wie Journey, wie eben gesagt, oder auch das Sayonara Sweethearts. Sehr anders, aber auch eins, wo du dich sehr drin einfach nur verlieren kannst und einfach nur 3 Stunden, 3,5 Stunden, ja, richtig, richtig gemütlich spielen kannst. Das Concrete Genie, ne, das ist nur für die PlayStation 4 erschienen, ist mittlerweile gar nicht mehr teuer. Zahlt so rund, ja, auch so um die 20 Euro für. Ist VR-kompatibel, ne? Das heißt, du kannst es auch mit deiner VR-Brille spielen. Und du spielst den kleinen, wie hieß der Junge? Ich hab's vergessen. Kleinen Jungen Ash. Und Ash ist so ein bisschen introvertiert, der malt gerne in sein Buch. Und eines Tages, da wird er gebullied, ja? Dann nimmt man ihm sein schönes Buch weg, in das er immer malt und zerreißt es. Und deine Aufgabe ist es dann, die Seiten des Buches wieder zu finden. Aber auch die Stadt zu neuem Leben zu erwecken. Die ist nämlich komplett grau in grau. Und du kannst dann in richtig cooler Manier mit deinem Controller, es ist ganz viel mit Motion Control, kannst du Bilder an Wände malen und erst wenn so eine Wand richtig vollgemalt ist, dann gehen oben ja die Lichter an und so machst du es mit ganzen Gebäuden, mit ganzen Stadtteilen. Macht super, super Laune und ist nicht lang. Ne? Das dauert, je nachdem wie gut oder wie schlecht du so im Malen nach Zahlen bist, bist du in 5 Stunden damit durch. Und ja, das hat mir richtig Laune gemacht. Ich habe es dann einmal durchgespielt, fand das total klasse. Concrete Genie, nur für die PS4.
Ach, das schöne Rhyme. Rhyme, und nicht der Reim, sondern Rhyme, ist ein total cooles, ich hätte jetzt fast Open World gesagt, so open ist die Welt aber gar nicht, ist ein Rätsel, Abenteuer, du spielst wieder so einen namenlosen Jungen mit so einer coolen roten Cape, der auf einer Insel strandet, ja, und anfangen muss, Rätsel zu lösen. Die erinnern am Anfang sehr so ein bisschen an Zelda, da werden irgendwelche Blöcke verschoben und irgendwelche Formen nachgebaut, macht aber richtig Spaß. Und interessant hier ist, das Ding ist digital, richtig, richtig teuer. Du zahlst sowohl für die Switch-Version als auch für die PlayStation 4-Version 35 Euro in digital. Der helle Wahnsinn. Die PS4-Version kriegst du da günstiger, ich sag mal so um die 25 Euro bist du da dabei. Die Switch-Version allerdings, ne, die kostet ganze 50 Euro. Meiner Meinung nach ist es das wert. Ich möchte das sehr gerne in meiner Sammlung haben, weil ich das Spiel einfach nur richtig schön finde. Hat wieder, ja, einen tollen Soundtrack und eine ganz geile Atmosphäre. Ja, da muss man der Typ für sein. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass Rhyme jedem gefallen wird. Wer jetzt irgendwie Action braucht und irgendwie da noch mit dem Schwert rumhacken will, nee. Das sind Rätsel, die eine ganz interessante Story umweben. Und ich fand es wieder mal, ja, wunderschön. Das klingt so ein bisschen komisch, aber es ist halt echt schön. Und hier steht's drauf, ne? Entdecke dich selbst und ja, ist ein cooles Ding, das Rhyme. Spielzeitmäßig, ne? Je nachdem, wie clever du bist bei den Rätseln, ja, würde ich das auch so 5 Stunden schätzen, ne? 5 Stunden, vielleicht 6, je nachdem, wie du dich anstellst. Also auch durchaus an einem Abend machbar, wenn man nicht erst irgendwie um 11 oder 11:30 anfängt. Weiter geht's. Und ich habe es hier in der Legendary Edition für die PS4. Die wurde von Red Art Games released. Das ist so eine kleine Bude in Frankreich. Und da kriegt man das für 25 Euro, meine ich. Und ist total cool, weil der Versand aus Frankreich ist natürlich wesentlich billiger, als wenn du jetzt über Limited Run irgendwie in USA was bestellst. Neben der PS4-Version gibt es auch eine physische Switch-Version. Die ist über Super Rare Games gekommen und ist mittlerweile richtig, richtig teuer. Das Spielprinzip von Evoland ist einzigartig. Du fängst an mit einer Gameboy-Grafik und kannst im Grunde nur nach links gehen. Und dann findest du was und dann kannst du auf einmal nach rechts gehen. Und so baut sich das Spiel auf. Ja, danach findest du 8-Bit-Grafik, 16-Bit-Grafik, du findest Sound, du findest ein Schwert, du findest, dass es Gegner gibt. Und am Ende spielst du Kämpfe, die aussehen wie in Final Fantasy, danach in 3D. Total klasse, es ist super kurzweilig in den 3 Stunden, aber macht extrem Laune und ist eine absolute Empfehlung. Das ist Evoland, ja, egal ob für PS4 oder Switch, ein absolut cooles, cooles Game. Und weiter geht's mit dem Schnapper für euch, jawohl, die Rede ist von You. Ich habe es hier in der physischen PS4-Version, ist von Limited Run Games, ist ja so ein 50-Euro-Ding mittlerweile. Aber das gibt's natürlich auch digital für die PS4. Und jetzt aufgepasst, es ist im Angebot. Für was? 2 Euro ein bisschen. Ja, wenn man es dafür nicht kauft, dann kann ich euch nicht helfen. Denn You ist einfach nur ein ganz, ganz großartiges Farbenspiel. Du spielst in dem Spiel den kleinen You. Und was erst anfängt und so ein bisschen aussieht wie Limbo, wird auf einmal total farbenfroh. Du wachst in deinem Häuschen auf und findest einen Brief und der ist von deiner Mutter. Total cooles Voice-Acting wird dir dieser Brief vorgelesen. Und in der Welt stimmt was nicht und du musst, ja, die Farben wiederfinden. Und es fängt an, du findest, glaube ich, die blaue Farbe als erstes und hast dann so ein Farbrad. Und über dieses Farbrad, wenn du das auf blau stellst, sind die blauen Gegenstände weg und. Also super crazy Mechanik, habe ich so noch nie gesehen. Und was jetzt einfach klingt, ne, ja, stell dich auf blau, ist halt das Blaue weg und auf rot das Rote. Das wird danach richtig, richtig schwierig. Ne? Du musst schnell sein, du springst von A nach B, musst in der Luft die Farbe umstellen, dass du auch richtig landest und. Total cooler Plattformer mit einem tollen Soundtrack, habe ich euch schon öfters gesagt. Und einfach nur im genialen Spielprinzip mit diesem Color Wheel. Ne? Voll gut. Und hey, für 2 Euro und im Angebot bei PSN, super. Ich glaube, im E-Store von Nintendo kostet das rund 10 €. Ist aber auch jeden Cent wert. Hat mir total gut gefallen. Das You. Auf geht's in die Wildnis von Wyoming und das für einen ganzen Sommer. Hallo Firewatch. So ein fantastisches Spiel. Wenn du das physisch haben willst, ich hab's nicht, ist über Limited Run rausgekommen, 200 Euro plus, gar kein Problem. Im E-Store zahlst du, glaube ich, um die 20 Euro, aber es ist einfach nur großartig. Wieder mal will ich euch nicht zu viel von der Story vorwegnehmen.
du bist im Grunde für einen Sommer in Wyoming im Wald, ne, Firewatch, und das Ganze dauert 4 Stunden und alles, was du ja im Grunde dabei hast, um mit der Außenwelt zu kommunizieren, ist dein, ja, dein Funkgerät. Und da kommunizierst du mit so einer sehr netten Dame und ihr führt coole Dialoge, ihr führt lustige Dialoge und lernt euch darüber, über die Dauer des Sommers, ich sag einfach mal, ihr lernt euch kennen in den unterschiedlichsten Situationen und es ist einfach eine Erfahrung wert. Ein tolles, tolles Spiel. Erwartet keine Action oder sonst was. Erwartet einfach nur eine richtig coole Atmosphäre und richtig cooles Storytelling in Firewatch. Und das waren sie, meine 15 One-Night-Stand-Spiele für den beschäftigten Gamer, der jetzt vielleicht nicht immer 50, 60, 70 Stunden in irgendein Rollenspiel oder sonst ein Game investieren kann. Ich hoffe, ich konnte euch das ein oder andere Spiel zeigen, was ihr noch nicht kanntet. Ihr habt ein paar coole Eindrücke gesammelt. Und wisst ihr was? Wir sehen uns hoffentlich schon bald zu einem neuen Video. Bis dahin, euer Lario.